Hallo meine lieben Abonnenten, und wie Sie wissen, habe ich 4 Monate lang einen B2-Kurs besucht und endlich letzte Woche meine Prüfung war. Und heute will ich ein bisschen erzählen, wie meine Prüfung war. Beim Lesen und Sprachbausteine habe ich kein Problem gehabt. Es war kein einziges Wort, das ich nicht kannte. Aber Sprachbausteine Teil 2 war ein bisschen kompliziert wegen Grammatik. Es gibt 20 Wörter und eine große Text, und Text hat 10 Lücke, und man muss von diesen 20 Wörtern auswählen. Ja, das war ziemlich schwer. Und beim Brief, ich hatte zwei Möglichkeiten, einen Informationsbrief und einen Beschwerdebrief zu schreiben. Ich habe Informationsbrief gewählt. Da war eine Anzeige in Zeitung, wo beschrieben war, eine moderne Fahrrad, und ich musste Informationsbrief schreiben und fragen wegen diesem Fahrrad. Beschreiben, für welche Fahrradtour ich brauche dieses Fahrrad. Fragen, was kostet. Meine Erfahrungen mit Radtouren beschreiben. Und ich habe ja das geschrieben. Und Beschwerdebrief war solche Aufgabe. Man musste sich beschweren für Fotoalbum, das ich im Internet bestellt habe. Und das war keine gute Qualität, und man muss sich beschweren. Aber Beschwerdebrief nicht so meine Sache. Ich schreibe lieber einen Informationsbrief. Das ist leicht für mich. Jörn war ziemlich schnell. Und ich glaube, so wie ich erinnere, es war kein Dialekt. Aber Dialog war leicht, nicht so schwer zum Verstehen. Dialog habe ich, glaube, gut gemacht. Bei mündlicher Prüfung hatte ich folgende Themen. Zuerst musste ich mit meiner Sprachpartnerin eine Präsentation machen. Meine Sprachpartnerin war eine Brasilianerin. Ihre Muttersprache war Portugiesisch, und sie hatte ja ziemlich schwere Aussprache gehabt. Aber wir kannten uns von Sprachschule, und wir haben schon uns befreut, und ich kann ihr verstehen. Also, sie hat eine Reise präsentiert und ich habe ein Buch präsentiert. Dann haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt. Zwei Fragen ich und zwei Fragen sie. Danach Diskussion. Und ein Thema von Diskussion war, wo müssen alte Leute leben? In Altenheim oder mit einem Mitbewohner oder bei Kinder oder Verwandtschaft? Ich glaube, dieses ist ein beliebtes Thema, und im Kurs, wir haben viel zu viel über dieses Thema besprochen. Sogar ich habe einen Text geschrieben im Kurs, und das war sehr leicht zum Diskussion. Und letzte Aufgabe war eine Sonderausstellung organisieren im Museum Literatur von ganzen Welt. Und ich habe vorgeschlagen, eine Vorlesung organisieren, also von Stadtbibliothek Bücher nehmen und einander vorlesen und danach diskutieren. Dieses Thema war auch nicht so kompliziert für mich. Also meiner Meinung nach, man muss Ideen haben. Wenn du schon eine Idee hast und dein Gehirn so funktioniert schnell und du findest eine Lösung, sprechen ist ziemlich leicht, weil wenn du schon viel geübt hast, viele Texte geschrieben hast, viele Vokabeln gelernt, ich glaube, Prüfung muss nicht so schwer sein. Also, meine Lieben, nach 6 Wochen bekomme ich meine Ergebnisse,
Und wenn ich meine Ergebnisse bekomme, erzähle ich, wie war das Prüfung und zeige ich vielleicht auch mein Zertifikat. Ich wünsche euch auch viel Erfolg und bitte schreiben Sie im Kommentar, ob ich gut spreche oder nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keinen Text vorbereitet und jetzt spreche ich sozusagen spontan. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Es ist jetzt abends um 9 Uhr. Ich wollte ins Bett gehen eigentlich, aber ich hatte schon lange kein Video gemacht für meinen Kanal. Und ich dachte, es wäre besser, wenn ich irgendetwas mache. Also man muss aktiv sein im YouTube eigentlich. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ich erzähle über meine B2-Prüfung und vielleicht das wird interessant für euch. Schreiben Sie bitte Kommentar. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Ich antworte gerne. Fragen mich oder mir? Ja, das ist die schwierigste Frage für mich. Diese dich, mich, mir, mi, mich. Ich mache das immer, immer. Diese Fehler mache ich. Ich hoffe, dass irgendwann wir merken das und wir sprechen korrekt. Weil das wichtig ist. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland im Büro arbeiten will oder mit Kunden, man muss etwas besser Hochdeutsch sprechen. Also, meine Lieben, jetzt gehe ich endlich schlafen und ich hoffe, dass ihr hat gefallen, mein Podcast, und ich warte auf Ihre Kommentare. Tschüss, bis nächstes Mal.